Und damit herzlich willkommen zurück zu Bus Driver. Heute machen wir Linie 71 South Shuttle. Linie 71 verbindet den Airport und den Terminal South. Ein großes Busterminal und unweit des Super Sports Stadium am Rand der Old Town. Schnelle Spurwechsel im Tunnel sind rücksichtslos und gefährlich. Bleiben Sie in Ihrer Spur. Wieso, ich kann auch im Tunnel eine Spur wechseln. Habe ich schon oft gemacht da. So ist jetzt hier der selbe Bus plus eine andere Farbe. Und ich finde das der bessere mit diesem Aqua und mit Blau. So. Oder Grün, wie man will. So, dann fangen wir wieder mal hier in diesem berühmt-berüchtigten Kreis an. Dieser rutschig ist. Oh, wir haben schon mal vier Stehende. Das erste Mal. Und die sieht man auch. Man sollte jetzt also vorsichtiger fahren. Entsteht, Kiste da sind. Nein, ich blinke nicht. Man muss nicht immer, wenn diese Pfeile kommen, blinken. Zeigen einem den Weg und wenn man mal abbiegen muss, dann auch, wenn der Korb kommt. Oh, ich mag diesen Kreis hier nicht. Da rutscht man dann immer so. Oh. Und dann noch hier Blinker nehmen. Der ist an einer bestimmten Stelle neben dem Ü. Also. Yeah. Da wo das Plus ist. Ne? So. Diesmal fahren wir nicht hier hoch, oder sind wir hier schon hoch? Auf jeden Fall beim anderen. Schneller, nicht, dass es da wieder rot wird. Ne, gut, denn da kann man auch nichts machen. Wenn man zu langsam fährt, dann kann man ja immer noch abbremsen. Und jetzt sieht man auch bei Sitzenden, also auch bei Stehenden, sind Gesichter, also die freuen sich noch. Sind ganz glücklich. Wäre ich auch, wenn mal Schnee liegen würde. Naja, jetzt kann man das noch nicht erwarten, Oktober, aber naja, vielleicht an Weihnachten mal. Oh, hat der einen Unfall gebaut, Schild umgefallen. Wie geht denn das? Steht das Schild nicht eigentlich da neben der Spur, also im Schnee hinter der? Naja. Vielleicht irgendwie abgekommen. So, und jetzt zeige ich es mal dem Spiel. Ich fahre mal hier und wechsle einfach mal. Der Punkt. Das ist daran schlimm. Naja, wenn es ein Feld gibt jetzt. Nee, doch nicht. Jetzt muss ich aber mal ganz ausfahren in diesen Busse. Ja, vor allem, das geht ja nicht. Wenn ein Wagen oder ein Bus viel zu langsam fährt, dann muss man doch wechseln, um dann vorbeizukommen. Sonst hält man doch den Fahrplan nicht einmal, wenn man zu langsam ist. So. Und hier ist jetzt auf einmal der Schnee weg. Ist ja toll. Was ist denn das? Jetzt, da fährt man erstmal und da ist Schnee und direkt hinterm Tunnel hat der Schnee aufgehört. Was ist da oben? Oh, man. Ist das nicht Sport Shuttle? Oder so. Vielleicht dann die Weltraumleute da oben etwas mit dem Wetter zu tun und auf der anderen Seite ist das mal kein Schnee und also hier ist erstmal kein Schnee und sie wollen auch auf der anderen Seite kein Schnee, aber es hat noch nicht geklappt. Ja. Na, ich da halt. Super Sport North. Plus 100. Ja. Yeah. Und ich habe bis jetzt noch keinen Minuspunkt, oder? Nee. Wir haben auch keine Stehenden mehr. Oh, die Bäume. Man sieht normale Bäume und dann noch mal so in so einer Art Dreieck. So grün. Oh, oh, oh. Okay, hier könnte es schon mal Minuspunkte geben. Ich muss ausmachen, den Blinker. Das war ultra knapp. Ich hätte fast Minuspunkte fürs Nicht-Blinken. Oh. Lieber mal auf der rechten Seite fahren.
Ja. Ich meine, das ist jetzt schon für Profis gedacht, nein. Aber hier sieht man normale Bäume und dann die Texturen. Und wenn man dann durchfährt, hier geht es dann weg. So wird der Baum weggeschoben. Oh! Kommt aber auch unerwartet. Die Baustelle hier. Oder nein, wir sollten doch schon blinken. Wir müssen ja darüber. Weil wir die nicht punktgenau anhalten können. Der fährt so und dann ja, einfach anhalten. Während ich mich hier manchmal mit Mühe und Kraft, naja, die Tasten hämmer, aber nur ganz leicht so, nicht dass es eine Vollbremsung ist, dass ich überhaupt vor der roten Ampel noch stehen bleibe und keine 200 Minuspunkte kriegen können. Der hält einfach an. Drück vielleicht einmal drauf. Aber 5 Sekunden Verspätung, tut mir leid. Naja, 8. Ja. Mit ihrem Reisegepäck. Los, noch 2, ich habe noch keinen Minuspunkt. Ich meine, wenn ich es jetzt schaffe, wäre es schon schön. Also, es wäre jetzt schön, oder ich würde mich freuen, wenn ich nochmal 0 habe, aber es muss ja dann, es muss ja nicht sein. Allerdings wäre es schon schön. Ich versuche nicht so oft irgendwo dran zu stoßen, aber es wird wohl nicht funktionieren. Der perfekte Meile. Habe ich auch noch, oder? So, also die Spiegel sind eigentlich recht gut, muss man sagen, wenn. Sieht es nach hinten noch, also für das Jahr. Naja, ich werde jetzt nicht sagen, für das Jahr, also 2007. Das ist ja ein Spiel für den PC. Nein! Ach, wisst ihr, das ist doch scheiße. Diese Ampel, die lag so ungelegen. Wisst ihr, was jetzt das Schlimmste wäre, wenn davon die letzte Haltestelle wäre? Aber es sind ja noch 2. Hä? Ich könnte so ausflippen. Wie soll ich denn bremsen? Selbst wenn ich nur 100 kriege, ist das zwar weniger, aber ich hätte einmal Minus. Aber da schaffe ich nochmal die 1000. Ja, oder ich wäre schnell vorgefahren, hätte die 30 für die Ampel gekriegt. Nochmal zurück, Haltestelle plus 100, nochmal perfekt fürs Hinstellen. Wieder vor, nochmal 30 für die Ampel abkassiert. Ja, 30 Sekunden Verspätung. Es wäre zwar noch länger, wenn ihr an der roten Ampel gewartet hätte, aber ich habe es ja nicht geschafft. So, also scheiße, man fährt von der Haltestelle los, die Ampel ist grün und wird dann gleich rot. Wenn man gleich Gas gibt, wenn man denkt, man schafft es noch, klappt es nicht. Boah, der kommt auch noch. Grün. Boah, das war auch gut. Schön rüber. Ja, jetzt haben wir auch nur noch 10 Sekunden. Die Distanz ist ein bisschen hoch dafür, um es noch in 3 Sekunden zu schaffen. Auf 34 müssen reinpassen, oder? Weil 17, das ist die Hälfte voll, oder? Oder ist das so? Ah, eine Meile unfallfrei. Ja, das eben bei dem Minuspunkt war ja kein Unfall, es war nur über die rote Ampel gefahren. So, hier geht's jetzt rein, es kommt keiner, oder? Nee. Hoffentlich nicht. Nein! Was? Das ist auch was, was im Spiel aufregt. Eigentlich ja fast gar nichts. Aber wenn man rüberfährt, dann zählen die das als falsch gefahren in die falsche Richtung. Oh. Und ich fahre jetzt auch noch hier rein. Nehmen wir mal lieber weg, müssen wir nicht. Jetzt ist es ja auch wieder so beschissen, reinzukommen. Ja.
Ja. Oder ja, es geht. Ich wollte es doch mal ausprobieren. Aber das bei dem einen, da wäre es jetzt wirklich passiert. Ich wusste es nicht, aber irgendwo war das. Oh. 6% Pünktlichkeit, 45 Fahrgäste, Bonus 26 Fahrzeuge. Aber ich war besser. Naja, also das mit dem falschen Richtung, das weiß ich beim letzten Mal auch so. Das ist scheiße. Ich brauche da irgendeinen Trick. Aber ich weiß noch nicht welchen. So, weiter geht es wieder mit diesem Bus. Hatten wir erst. Guter Morgen, Linie 91. Ein fantastisch klarer Tag. Eben ist die Sonne aufgegangen. Die Arbeiter müssen zur Arbeit, denn bald beginnt die Frühschicht. Sie verlassen sich dabei auf sie und ihre Fahrgäste. Ein guter Busfahrer bremst und beschleunigt sanft. Ja, muss man ein bisschen öfter Bremstaste drücken. Zwar langsam. Aber mit diesem Bus fährt man meistens immer an klaren Tagen oder wenn es hell ist. Hier ist ja noch Sonnenaufgang. Eine Strecke gibt es, da regnet so. Aber wenn keine Fahrgäste drin sind, kann man gut bremsen. Ist am Anfang gut. Ja, muss es auch zur Arbeit. Sie arbeiten ja schon. Ach, ich gehe auch arbeiten. Das verdienen sie. Habe ich schon. Mein Kind, das ist ja 20. Das war. Oh! Was? Das war die Strecke. An die erinnere ich mich noch, glaube ich. Also mein Kind, das ist ja jetzt schon 20 und das macht ja dieses YouTube. Und da verdient es ja YouTube Money und da staune ich schon. Ich fahre ja jeden Morgen mit ihrem Bus, der fast eigentlich immer ganz gut ist. Aber man sieht ja, sie fahren ja jetzt schon hier auf dem Fußweg halb und kriegen erstmal hier Minuspunkte von mir auch, also doppelt. Weil sie einfach nicht blinken. Ja, und mein Kind, das arbeitet ja hier bei YouTube und das verdient eigentlich ganz gut Geld. Und das muss nicht mit so einem Busfahrer wie Ihnen hierher fahren. Wissen Sie? Och, was denn? Ich hab doch. Nur weil der Bus halb jetzt schon auf der Spur war, ein kleines Stück. Weil sie wohl dachten eigentlich, ja, der fährt eh da lang. Hat aber nicht geblinkt. Oh, oh ja, ich glaube mal, ich habe dieses YouTube schon gesehen. Ich bin da auch gerade jetzt wieder drauf. Auch sie? Ja. Hören sie es nicht? Wir werden ja aufgenommen, man hört sie. Gerade wie ich fahre, das wird aufgenommen. Deswegen sollte ich besonders gut fahren. Aber es klappt nicht. Ach, vielleicht fahren sie wegen der Aufnahme so schlecht. Ach so, das muss dann auch ein YouTuber sein. Ist das denn vielleicht ihr Kind, was 20 ist? Nee, das ist es nicht. Das spielt hier ohne extra Busspur. Minecraft. Ah! Oh, das ist eine beschissene Stelle. Wenn man hier erstmal schnell ist, dann kommt man überhaupt nicht runter. Also doch, kommt man schon, aber ganz schön schnell. Man überfährt die rote Ampel. Und dann bremst man auch noch zu doll, wenn man ja nicht gegen diese Wand da fahren will, gegen das Haus. Da kriegt man nochmal 100 Punkte Abzug. So, noch mal sehen. So. Da vorne müsste ich dann raus. Geben Sie mal. Morgen sage ich Ihnen dann noch mal, wie mein Kind da heißt auf YouTube. Hat das schon mal irgendwo drin gebadet vielleicht? Nee, das macht's nicht. Und ins Gesicht hat sich auch noch nichts geschmiert und 100 Schichten und so.
Aber ihr Kind, das holt sich doch die Nintendo Switch, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben gestern mal geguckt, das ist eigentlich eine gute Innovation. Ich meine, da geht man dann auch öfters mal raus. Auch wenn es mit der Konsole ist. Frische Luft ist da. Ach so. Ja. Sie sind ja gar nicht mehr da. Und ich wollte noch mit Ihnen reden. So, kommen Sie zu. Och, Sie sind ja auch wieder da. Da war gerade jemand, der hat erzählt, sein Kind, das ist bei YouTube. Ja, meins auch, die kennen sich doch. Wie alt ist der? Er hat gesagt 20. Ja, meins ist 21. Kennen sich. Ja. Ja, da steht jetzt ein Krankenwagen, muss man den noch ausweichen. Am schlimmsten ist ja noch, wenn jetzt hier noch der Kurve eine Ampel kommt. Da weicht man erstmal aus. Muss erstmal darüber. Und jetzt kommt noch eine Ampel danach. Ne, aber eine Haltestelle. Nein. Ein Zentimeter oder etwas mehr sind noch eine Haltestelle. So. Na, ist da halt Hounslow. Das 100. So, da vorne muss ich jetzt auch aussteigen. Und ihr Kind, was spielt denn das so? Auch das hat mal ein bisschen hier auf dem. Erstmal so auf dem Game Boy Advance gespielt. Ne, aber das mag auf dem GameCube so. Oh, Mario Kart Double Dash. Ja, wäre ich jetzt hier auch zu zweit drin, wäre das besser. Ah, Moment. Ich bin zwar falsch rum, jetzt muss umdrehen, aber so muss ich wenigstens nicht zurückfahren. So. Die Fahrt war eigentlich fast ganz gut, nur fast. Oh. Man sieht ja den Anfang. So. Förderte Fahrgäste 42, Bonuspünktlichkeit 26%, Bonuswarten 25% und Strafe 2. Nein, nicht CD, sondern XD. So, das war's auch mit diesem Part und wir sehen uns beim nächsten Mal.